Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons Pioneers of Oliftown. Ich bin gerade dabei, die Maschinen zu füttern. Hier ist noch ein bisschen Eisen und hier ist noch ein bisschen Holz und hier ist noch mehr Holz. Wieso? Eigentlich hätten wir jetzt genug Holz zusammen, um die Brücke zu bauen, aber Bridget hätte gerne auch etwas davon ab. Und das soll sie bekommen. Bridget kann gerne etwas Holz bekommen. Das heißt, wir bekommen auch etwas Geld. Ich glaube, 300 waren es. Das ist gar nicht mal so wenig. Und nebenbei würden wir jetzt... Was habt ihr denn da fotografiert? Den Haaransatz. Wir würden uns jetzt eben etwas mit Bridget gutstellen. Ich gebe mir da Mühe. So, okay. Dann schauen wir mal. Oh, Damon! Warte. Wer warst du? Nochmal Clemens, oder? Nee, dein Bruder ist Clemens. Du bist Lars. Alles klar. Ah. Hi, Jacobo. Da, ba. Hallöle, Victoria. Ich möchte nur ganz kurz hier was abgeben. Auftragsliste anzeigen. Bauholz. Liefern. Perfekt. Jetzt haben wir auf jeden Fall etwas an Geld bekommen. Reicht zwar noch nicht, um mir nochmal Saatgut zu kaufen, außer ich hole mir vielleicht Blümchen. Blumensaat ist vielleicht etwas günstiger, ne? Gucken wir mal. Blumenladen ist hier. Sehr schön. Dann guckt man da einfach mal rein. Oh, montags geschlossen. Ja, war aber sonntags. Achso, ich gucke aus Versehen auf das Schild, ne? Jetzt. Oh, ich dachte schon, ich komme nicht rein. Hallo, Nugien. Tulpen, genau, die sind günstiger, ne? Kann ich mir einen neuen Stiefmütter schon... Ja, ich kann mir gerade so einen neuen Stiefmütter schon leisten. Gerade so. Uff. Hey. Oh, ich glaube, im Dorf passiert jetzt mehr. Oder vielleicht bilde ich mir das nur ein. Wo ist denn deine Enkelin? Da. Hi. Ich glaube, Olivingen wird allmählich größer. Alle reden davon. Aber ich merke davon persönlich noch nicht so viel. So, okay. Das wird auf jeden Fall nochmal etwas angepflanzt. Man hat eben so viel wie möglich irgendwie im Beet drin haben. Natürlich auch würde ich gerne eine bessere Gießkanne haben. Und ihr habt recht, vielleicht sollte ich das Geld darauf sparen. Ich weiß nicht. Ja, ich werde eben auch nichts falsch machen. Ne? Aber wer nichts falsch macht, macht eventuell auch nichts richtig. Oder riskiert auch nichts richtig zu machen. Etwas richtig zu machen. Ach, ihr wisst schon, ich versuche gerade irgendwelche Lebensweisheiten jetzt hier mal so reinzustreuen. So, schaut euch das an, wie schön ich das gemacht habe jedenfalls. Und jetzt... Auf mit der Gießkanne. So, sehr schön. Zack. Huch. Nein. So. Immerhin. Alles schön bewässert. Habe ich gut gemacht. Ja. Muss ich mir selbst auf die Schulter klopfen. Ah, oh, ihr braucht noch ein bisschen. Okay, dann würde ich sagen, ich schau mal so lang die Sichel raus. Wir müssen hier echt mal ein bisschen aufräumen. Es sieht echt schlimm aus hier, wenn ihr mich fragt. So, dann sicheln wir mal hier ein bisschen was weg. Wenn wir natürlich auch was treffen würden, ne? Wegeimern müsste ich auch mal ein bisschen was. Hier muss echt ein bisschen aufgeräumt werden. Mache ich vielleicht sogar einfach mal offscreen ein bisschen, ne? Einfach mal so ein bisschen... Alles aufräumen. Oh, da rennt wieder so ein kleiner Klops weg. Mysteriöse Kreaturen. Vielleicht siehst du bei der Arbeit manchmal merkwürdige kleine Kreaturen auf deinen Hof herumhüpfen. Etwas Gutes könnte passieren, wenn du viele davon findest. Okay, da rennt er weg. Nein, weg ist er. Kleiner Klops. Ich bin Klopsbuster. Ich finde alle kleine Klöpse. Ja. Ach, schreibe schon, wenn ich viel mehr mit einmal wechseln kann. Ah, so. Sind inzwischen fertig. Oh yes. Hihi. So, wir machen ein bisschen Clash noch mehr. Man kann, glaube ich, nie genug Holz haben. So, machen wir direkt noch mit Eisen weiter. Muss laufen, die Produktion, ne? So. Hier, ja klar, ich möchte gerne das Material nehmen. Oh, ich muss natürlich erstmal das Holz einpacken. Ohne Holz wird das leider nichts. So, Zack. Sehr gut. Otschenracher. Oder irgendwie so. Hieß das so? Jetzt werden mich alle schimpfen, weil ich es falsch ausgesprochen habe. So, du wolltest, dass ich komme? Ah, die Brücke müsste repariert werden. Hm? Das könnte etwas dauern. Na dann, wollen wir mal. Ich schaue, was ich ausrichten kann. Dankeschön. Liebe Nigel, ne? Guter Mann.
So, ich muss mal aufpassen, dass ich jetzt nicht aus Versehen den Popo vom Huhn wegsichel. Weil, glaube ich, alle kein Huhn ohne Popo haben. Huhn ohne Popo klingt nicht sehr gesund. Oh, hab ich einfach alles einzeln wegsichel. Oh mein Gott, das ist schon voll traurig. Na, ich brauche dringend eine bessere Sichel. Oh, da fliegt wieder einer weg. Tschüssi, kleiner Mann. Was mit denen ist, werdet ihr später auch noch erfahren. Das ist eigentlich total cool gemacht. Das freut mich auf jeden Fall sehr, wie sie das eingebunden haben. Wartet einfach. Schaut und staunt, was damit passiert. Ich sammle erstmal ganz viel. Oh, ich bin ein begeisterter Sichelschwinger. Na, für so begeistert halte ich mich eigentlich nicht. So. Ich glaube, offscreen ist am Anfang auch noch schwer, ne? Dass ich außerhalb des Let's Plays so viel Zeug mache, weil es passiert momentan einfach noch zu viel, ne? Dass immer wieder was Neues dazukommt und so und der Bürgermeister mehr sprechen will. Das ist ein bisschen schwierig. Da komme ich nicht lange durch. So. Da ist es eigentlich ein, egal wie weit ich weglaufe. Eigentlich schon, ne? So, ich mach das hier so und jetzt renne ich schnell weg. Ja, es rennt, es fliegt mir quasi hinterher, egal wo ich bin. Boah, jetzt bin ich hier viel aufgeräumter als in meinem Livestream-Spielstand. Der sieht aus wie Kraut und Rüben. Hier gebe ich mir Mühe, alles irgendwie sauber zu machen. Müsste ich mir auch mal live angewöhnen. Dabei ist das eigentlich so langweilig. Das ist eigentlich eher was, um nebenbei mit euch zu quatschen im Stream, im Chat. Das tut mir leid, sowas. Ja, das ist immer so die Überlegung. Okay, wie nenne ich die Folge jetzt, ne? Ich nenne sie, ich habe viel weggesichelt. Toll. Da finde ich dann nochmal so einen kleinen Gnom. Na komm schon, Gnom. Komm her. Komm her. Ich hab schon Glück. Boah. So, das sieht doch echt nice aus. Frage ist, wo ich den Rest noch hinstelle. Vielleicht mache ich hier irgendwann noch so einen Kuhstall hin in die Ecke. Boah, ich habe gerade keine Ahnung, wie ich das alles anordnen soll. Ich bin gerade begeistert davon, wie ordentlich das alles aussieht. Wenn ich ehrlich bin. So. Es nervt so, dass man die ganz kleinen Setzlinge nicht mit dem Hammer, mit der Axt wegkriegt, sondern einen Hammer benutzen muss. Und dabei muss man auch sehr viel draufhauen. Das ist ganz schön krass. So. So, neuer Titel, Rasentrimmer. Boah, dafür bekomme ich bestimmt wieder coole Sachen. Eventuell, mal gucken. So. Boah, Alter. Es schlaucht ganz schön, ne? Ich mähe und ich mähe. Und da ist wieder einer. Sehr gut. Haben wir unser Ziel erreicht, auf jeden Fall. So, wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? Oh, 200? 240? Ich muss auf meine Energie auf jeden Fall achten. Ich muss jetzt hier gleich umkippen, ne? Das möchte natürlich niemand. Außer ihr. Ihr wollt mich leiden sehen. Ich kenne euch doch. Nein, ich möchte jetzt hier niemandem was Böses unterstellen. So. Nochmal Holz hier rein. Und nochmal Holz da rein. Und hier habe ich jetzt nichts mehr zum Nachlegen, ne? Oh no, ich habe kein Eisen mehr. Naja, passiert halt. So, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. So. Dann gehe ich jetzt mal schon sehr früh schlafen. In erster Linie, weil ich keine Energie mehr habe. Habe ich noch auf dem Kalender was verpasst? Nee. Gar nichts. Ah, hier. Lynn hat bald Geburtstag. Mag bestimmt eine Blume haben oder sowas. Ich kann ja vielleicht eine aufheben. Gut, dann ab ins Bett mit uns. Schlafen. So. Oh, ein bisschen Geld haben wir gekriegt. Aber nur ein bisschen. Verschregnet es ja heute. Momentan gucke ich auch mal nie, wie das Wetter ist, weil es mich einfach nicht interessiert. Weil, was mache ich denn, wenn es regnet? Muss ich halt, also ich habe nichts, wo ich mich vorbereiten muss. Hier geht er eh von alleine rein, von daher lasse ich mich einfach immer überraschen. So, was passiert denn jetzt? Ist jetzt etwa die Brücke fertig? Oh yes, das ist sie. Nice. Okay, sorry. Sehr schön. Auf zu neuen Ufern. Hallo, ihr kleinen Pupsis. Oh, und es sind auch schon die Gürkchen fertig. Werde ich erstmal schön verschwenderisch alle geil erstmal verkaufen. Krieg ich auf jeden Fall Geld dafür. Finde ich gut. Ich kriege gerne Geld für Dinge. Ich kriege auch gerne Geld so. Also, das ist nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine.
Ups, weißt du? So, da gucken wir gleich mal rüber, was es da ein Tolles gibt. Wir konnten ja schon mal so ein bisschen rüber illern. Erstmal muss jetzt hier alles, na komm schon. Geerntet werden und gegossen und ich habe kein Wasser mehr. Mist. Ah, ich glaube, war das hier so? Ich verwechsel das auch ein bisschen mit Harvest Moon manchmal. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, wenn ich sie einmal aufgebessert habe, die Gießkanne, habe ich dann doppelt so viel Filmvermögen direkt auch. Das wäre richtig super. Na, gucken wir mal. Ups. Ah, geht. Meine Energie, sie schwindet dahin. Ups. Meine... Oh Gott, ich treffe einfach. Oh, was mache ich denn? Oh mein Gott. Immer schön daneben gießen, ja. Das ist mein Motto. Falsch gegossen ist halb verloren. Das klingt eigentlich gar nicht mal so dumm, der Spruch, oder? Doch, eigentlich ist er dumm. Keine Ahnung. So, jetzt gehen wir nochmal auffüllen. Und weiter geht's. Oh. Von meinem nächsten Geld hole ich mir ein Gießkannen-Upgrade. Definitiv. Vielleicht kann ich mir das ja leisten, wenn ich die Gurken verkauft habe. Das wäre wundervoll. Ich weiß aber nicht, ob der Werkzeugladen offen hat. Kann ich eigentlich mal gleich nachgucken. Mal gucken, wie schlimm es für mich wird. Schauen wir mal. Können wir nämlich gucken. Gehen wir hier drauf. Dann drücken wir einfach auf A und dann sehen wir das alles. Der Werkzeugladen hat dienstags geschlossen. Perfekt. Da kann ich morgen perfekt nichts upgraden. Danke, Spiel. Einfach nur danke. Ah, Jemine. So. Aber wie viel kriege ich denn für die Gürkchen? Das wird auch interessant zu wissen, ne? Oh, gar nicht mal so viel. Aber vielleicht rechts wird's upgrade. Ich weiß es gerade nicht. So. Ach ja. Sollte schon noch was reintun, ne? Chiki, chiki, chiki. Chicken Tikka Masala. Hallo. Ne? Ah. Ich glaube, ab der nächsten Folge fange ich dann auch mal an, ganz viele Hühner mir auch zu holen und ähnliches. Ich weiß gar nicht, wie viele Hühner hier drin Platz haben. Ich glaube, waren es 5 oder 3? 5. Okay. Zack, zack. Okay. So, jetzt gehen wir gleich rüber, versprochen. Du kommst noch rein. Die verkaufe ich. Oh, schön, endlich. Meine bessere Gießkanne. Das ist gerade mein höchstes Ziel irgendwie. So, schauen wir mal, was es gibt. Ich zücke schon mal den Fotoapparat, falls irgendwas Krasses passiert. Oh, yes. Ich bin bereit. Ha! Eine dicke Kuh. Sonst scheint erstmal nichts zu sein. Außer dicke Kühe. Den Eimer benutzen. Finde einen Teich und lege ihn trocken. Wenn das Wasser weg ist, findest du vielleicht eine Schatztruhe. Rainer kann sie begutachten. Klingt natürlich nice. Kostet aber sau viel Energie. Ich kann es euch gleich mal zeigen, wenn ihr wollt. Das ist. Ich glaube, da muss man mindestens. Ach, hier kann man noch gucken. Hier ist eine Scheune. Reparieren. Hartes Bauholz braucht man. 10 Stück. 10 Eisenbahn und flexibles Gras. Findet man alles. Also Eisenbahn findet man auch drüben, aber hartes Bauholz und flexibles Gras findet man auch hier. Hier, die Bäume sehen hier ein bisschen anders aus. Seht ihr vielleicht? Und die bringen halt eben hartes Holz. Und das flexible Gras sieht auch ein bisschen anders aus. Das ist das hier, ne? Wenn ich das hier mähe quasi, bekomme ich das. Das ist, glaube ich, das kleinste Problem. Und die ganzen Shiitake-Pilze. Die mag, glaube ich, Iori ganz gerne. Iori. Ich versuche immer richtig auszusprechen. Habe ich ein bisschen Ärger mit euch bekommen im Stream, weil ich ihn falsch ausspreche. Ich gebe mir Mühe. Bisschen noch irgendwas. Austern. Die kann ich bestimmt auch spenden, ne? Das darf ich nicht vergessen. Ich bin eine Austerspenderin. Salbei. Was haben wir hier? Ranunkeln. Du kannst 10 trocken legen, aber dazu brauchst du mehr als einen Eimer. Wenn du eine Absaugpumpe bei dem leeren See platzierst, befreit es sie vom Wasser, das sich dort sammelt. Die Frage ist, warum sollte ich das tun? Was bringt mir der See? Sind da jetzt auch so Schätze drin? Oder mehr Anbaufläche? Oder... Weiß ich nicht. Meine, bei uns fangen sie an, Seen anzulegen und hier soll man sie trocken legen. Oh, jetzt habe ich, Jetzt habe ich Zuckerrohr gefunden. Hier sind auch noch mehr Pilze. Oh, und da was ganz Tolles. Guck mal. Erdbeeren. Die bringen bestimmt auch viel Geld. Ich möchte gerne... Danke.
Erdbeerchen. Und davon möchte ich auch gerne ein paar anpflanzen. Das wäre richtig toll. Ich hoffe, die bringen richtig viel. Das wäre toll. So, hier kommen wir noch nicht weiter. Hartes Holz, 20 Silberbarren und auch mit Zement. Okay. Das dauert noch ein bisschen, bis wir da durchkommen. Ich guck noch mal ganz kurz, ob hier noch was ist. Nee. So ein bisschen hier die Wildnis durchstreifen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall jetzt nicht vergessen, die Erdbeeren zu verkaufen. Vielleicht auch die Blumen. Oder die verschenke ich. Ich muss mal gucken. So, die Blumen behalte ich vielleicht doch erstmal, ne? Den Rest. Die Pilze auch, aber die Erdbeeren möchte ich gerne verkaufen. Ich glaube, wenn ich die nämlich auch verkaufe, bekomme ich Erdbeersamen. Oh, die bringen auch einiges, ne? Guck mal ganz kurz. So habe ich nicht mal 1000 zusammen. Ja, eine, ne? Macht schon einiges her. Oh ja, da habe ich auf jeden Fall einiges an Geld. So, Shimeji, Shiitake-Pilz. Sehr gut, die möchte ich auch behalten. Die Auster möchte ich gerne später spenden. Werde ich hundertprozentig vergessen. Ich brauche, glaube ich, wie bei Story of the Stardew Valley hier eine Spendenkiste mit Dingen, die ich noch spenden möchte. Sonst komme ich dann durcheinander. Hier wird es auch langsam ganz schön voll. Müssen wir mal gucken, ne? Vielleicht ein paar Sachen dann doch lieber so einlagern wie Salz oder ähnliches. Muss ich mal gucken. So. Alles klar, ne? Da habe ich jetzt hier schon einiges geschafft. Ich überlege gerade, wie ich es am besten mache, ne? Ich brauche auf jeden Fall Hartholz. Kann ich ja schon mal Hartholz sammeln. Was wollten sie noch? Eisenbahnen, ne? Eisenbahnen. Da haben wir auf jeden Fall einiges zu tun, ne? Da muss ich echt gucken. Oh, Mann. Gut. Gucken wir erstmal hier wegen Holz vielleicht. Oder ich verbessere erstmal meine Axt. Das wäre auch gut. Erstmal Axt verbessern. Erstmal alles irgendwie verbessert kriegen. Ich glaube, ein guter Ansatz wäre es, hier erstmal in diese Höhle hier reinzugehen. Wir machen den Weg frei. Hey. Hi. So, Fieslinge. Nimm dich vor Fieslingen in Acht. Sie können plötzlich von dir aus der Erde springen. Bei Berührung verlierst du Ausdauer. Schlag sie mit einem Hammer. Dabei verlieren sie manchmal Gegenstände. So, diese Fieslinge, ne? Die kann man übrigens, falls jemand von euch einen Tipp geben will, ich habe schon im Livestream versucht, sie zu fotografieren, ob sie als einheimisches Tier gelten. Hat aber nicht funktioniert. Ich habe es bereits versucht. Oh, hier geht es direkt runter. Ich gehe einfach mal runter, random. Da finde ich eine nice Order. Oder sowas hier. Das nehme ich natürlich auch gern. Das Ding ist natürlich Eisen, ne? Das ist halt immer gut. Oh ja, yeah, zweimal Eisen. Und da gibt es auch noch was ganz Bestimmtes, Besonderes. Ich kann nicht fassen, dass ich jetzt wieder... Oh nein, geh weg! Ah! Ha! Hast mich nicht erwischt, du kleiner Idiot. Hau sie auf den Kopf. Boah, wenn das die Peter sehen würde, ne? Es ist nur ein Spiel. Man sollte generell Maulwürfen nicht auf den Kopf hauen. Ich glaube, das mögen die nicht so. Ja. Ah! Ich treffe nicht. Aber dich treffe ich. Du Lümmel! Oh, eine Wildbeere. Nice. So, her mit dem Eisen. Yay, zweimal Eisen. Noch mehr Eisen, bitte. Yay, finde ich gut. So, jetzt kann ich auf jeden Fall wieder zwei weitere Eisenbahnen machen. Das ist ganz schön schnieke. So, jetzt bin ich hier mit dem Krüpsen durch, ne? Jetzt muss ich gucken, wie ich runterkomme. Ist ein bisschen doof. Komm, gib mir den Weg nach unten. Ah, danke. Oh, eine Ader. Da muss ich erstmal kurz das Ding wegkriegen. Ah, da ist schon der böse Mr. Maulwurf. So, was haben wir denn hier schönes? Kohleklumpen und Silbererz. Das ist schön. So. Wo taucht denn der Mr. Maulwurf als nächstes auf? Oder wie ist er nochmal? Mr. Fiesling? Na, ist auch ein ganz schöner Fiesling. Guckt euch deine Frisur an. So eine Frisur haben nur fiese Boys. Fiese Buben. So. Hier geht's auf jeden Fall schon mal runter. Das ist interessant. Okay, gehen wir mal runter. Oh, Fiesling. Weg mit dir. Dankeschön. Gebe ich gerne Raina. Die freut sich, wenn sie das begutachten kann. Oh, das wieder. Komm nur her, du. Ich glaube, ist auf jeder Ebene einer? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehe ich ganz viele Wildbären von ihm. So,
So. Gibt's hier noch was? Nee, guck mal weiter nach Eisen. Ich bin gerade sehr scharf auf Eisen, sage ich mal. Ich glaube, es ist kein Eisen. Ich glaube, ich klopfe gerade an Silber rum, oder? Du bist Silber. Ja, Tatsache, es ist Silber. Ups. Das ist Eisen, glaube ich. Ich fand es auch so, ja, geil, dass man das voll sieht, ne? Und jetzt mache ich alles falsch. So. Eisen, Eisen, wir brauchen Eisen. Ich fall gleich um, das ist nicht schlimm. Wir haben noch ein paar Wildbeeren gefunden, meine Süße. Mach dir da keine Sorgen. Die schnurpseln jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, wie viel die bringen. Nicht sehr viel. Aber hey, komm, einmal Eisen findet man noch, oder? Das, so lieb ist das Spiel auch zu mir, oder? Habe ich schon 20 Mal ausgeholt, und spricht 4 Bahn. Dann kann ich dann vielleicht bald Hammer auch verbessern oder Axt oder halt die Gießkanne, ne? Gießkanne bin ich am meisten scharf drauf, natürlich. Nee, das gibt's doch nicht. Wo ist der Weg nach unten? Wieder nicht. Einer der beiden hier muss es sein. Wie fies. Ah, oh, der vorletzte. Da kann ich nicht mehr rumheulen, dass es der letzte war. So, okay. Schauen wir mal hier noch weiter. Ist hier noch was Besonderes? Nope, nope, nope. Oh, hier geht's weiter runter. Hier ist wieder der böse Lümmel. Voll auf die Mütze. Okay, das war's. Dann nehmen wir den Weg nach unten. Ich bin eine faule Socke. Vielleicht gibt's ja irgendwo noch was Besonderes, ne? So eine Ader oder hier sowas, ne? Das spricht mir schon ein bisschen an, muss ich ehrlich sagen. Den nimmt man gerne mit, ne? Und den hat man auch gerne mal auf dem Kopf, wenn er einen stört. Oh, noch eine Wildbeere. Immerhin. Die kann ich ja schnurpseln. Hm. Geschnurpselt. Hat nicht viel gebracht, aber egal. Hm. Ah, da findet man wenigstens. Ah, oh, da ist er wieder. Dankeschön. Firma dankt. Huch, ich muss natürlich auch treffen, ne? So. Oh, gerade mal ein Eisenerz jetzt bekommen. Das ist ja fies. Gut. Alles klar, dann war es jetzt erstmal für heute. Also für die Mine jedenfalls. Schnell wieder hoch. Pio. Oh, dieser kleine Fuchsi. Mit seinem süßen kleinen Popo. Okay. Ta-da-da-da-da. Dann sind wir mal wieder zurück, ne? Wir haben uns ja heute richtig ins Zeug gelegt hier. Kann ich auf jeden Fall jetzt einiges machen. Ich habe auf jeden Fall ganz viel Eisenerz. Das ist sehr schön. Was ich eigentlich Bäume gefällt? Nee, hä? Gar nichts. Das wird jetzt eine Weile dauern, bis das alles durch ist. Ich kann dann mal gucken, ob ich noch rechtzeitig das Serena schaffe. Dann habe ich hier Silbererz. Können wir auch einen machen, ne? Glasstein, normale Steine, Kohle. Ist auf jeden Fall bald splitten, das Ding hier. Gut, mal gucken, ob ich noch rechtzeitig Serena schaffe. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Und morgen kann ich dann vielleicht... Ich würde, glaube ich, erstmal wirklich die Gießkanne verbessern und danach kommt entweder der Hammer oder die Axt. Muss ich mal gucken. So, gucken wir nochmal ganz kurz vorbei. Reina, oh, Jacopo, hi! Du läufst hier immer auf und ab, ne? Der hat nichts zu tun, der Typ. Ich glaube, dem ist einfach noch langweilig. Da war wieder Eerie. Oh, die Straßenlampen. Ja, ja. So. Ba-ba-ba-ba. So. Ah, oh, der Volk gequatscht. Jetzt show me what you got. Also what I got. Zeige mir, was ich habe. Wir gucken gleich mal durch. Das war anscheinend eine Höhlenperle. Okay. Was gibt's noch so Schönes? Was habe ich als nächstes bekommen? Oh, ein Silbererzstück ist drin. Was ist da drin? Leider sagt sie es einem irgendwie nie, was es ist, oder? Silbererz. Achso, doch, sie sagt's. Man muss einfach nur lesen können. Was ist diesmal drin? Oh! Eine Höhlenperle. Kann ich die abgeben? Schatz spenden. Oh yes. Das Höhlenperlchen wird abgegeben. Immer etwas. Ich weiß auch nicht, wofür das gut ist. Also einige haben vielleicht überlegt für Schmuck oder so. Müssen wir mal gucken. Oh, ich habe noch gar nichts. Zack. Oh, ich habe natürlich auch vergessen, jetzt die Auster abzugeben. Ne? Wollte ich eigentlich auch noch machen. No. Okay, so viel dazu. Haben wir auf jeden Fall einiges geschafft. Und übermorgen möchte ich dann gerne
mein Werkzeug verbessern. Vielleicht schaffe ich sogar gleich mehr zu verbessern. Denn bis dahin kriege ich natürlich auch noch mal ein bisschen Geld zusammen. Hey, Raoul. Ja, es gefällt mir, wenn das Dorf so schön aussieht. Natürlich. Iori? Oh, guten Tag. Iori. Ah, hey, es kommen immer mal Touristen her. Ist es jetzt schon wie in der Stadt? Ich weiß es nicht. Huhu, die Straße ist neu und toll. Alle freuen sich. Oh, hi. Ich sage dir, dieses Dorf ist etwas, das du in keiner Stadt finden wirst. Ja, naja, nicht zuletzt, weil ein Dorf ja keine Stadt ist. Eine Stadt kein Dorf, oder? So. Katzi, Tatzi 1 und 2, super cute. So. Gut, da haben wir schon mal einiges geschafft für heute. Ist ja irgendwas durch? Ach, ich brauche eigentlich noch Holz, ne? Der arbeitet auch noch vor sich hin. Uff. Da schaffen wir alles noch. Ich habe auch genug Platz, ne? Da eben, das lasse ich mal so. Ah, jetzt haben wir sogar ein bisschen mehr Silber schon. Ja, ich brauche auf jeden Fall noch eine zweite Kiste bald. Gut. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle bei euch fürs Zusehen. Und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zu Story of Seasons Pioneers of Olive Town. Bis zum nächsten Mal. Bye.